Het is de Phoenix Grotto, de Hoesrotschwans. Phoenicuros ochruros. Het is een grotto bij mij op een bouw komt landen. Ik wil eigenlijk gar niet nog, weil ik wil niet versuchen. Ik wil dat ze weer vertrouwen gewinnen. Ik heb in de laatste tijd, toch gestern, heb ik gezien. Hij was ganz neu hier am Balkonende. En hij heeft gesungen. En ik kon einfach nicht aufnehmen, weil ik keinen Speicherplatz gerade hatte. Ich habe das Gefühl, er passt sich schon auf den Herbst an. Jetzt hat er vorne am Bauch am Unterleib, hat er so Punkte. Das Doktor sich und geht drüber. Hat man jetzt das gesehen? Das ist jetzt, wenn er die Flügel ausbreitet, ich muss die Scheibe waschen, reinigen. Wenn er Flügel ausbreitet, dann sieht man den Ausdruck, also dann sieht man von wo, wieso er rot ist, rot benannt wird, meine ich. Ja, so das orange-rötliche, das ist der Schwanz. Und der zeigt sich, sobald der Flügel aufmacht. Das ist der Phönix. Jetzt habe ich heute Bachstätte zweimal aufgenommen und jetzt noch der Phönix. Ich glaube, er fliegt hier oben durch. Mal schauen, vielleicht kann ich genau in dem Moment rauszoomen, sodass man allenfalls hier sehen kann. Ja, oder vielleicht habe ich Glück und der Flug kommt jetzt hier rauf. Und dann ist er dann für einen Moment in der Luft an Ort und Stelle am Fliegen. Das war der Phönix. Jetzt haben wir ihn sehr gut gesehen. Ich kann ein bisschen raus. Es ist 14.41 Uhr, wir haben den 10. September 2022.